Ich habe so viele Schnipsel bekommen mit irgendwie Simulationen von Klamotten und irgendwelche Ketten, die da rumbaumeln. Ich habe den Trailer hunderte Male gesehen, aber ich habe nie dran gedacht, wie viel Arbeit alleine das schon ist. Spaßig war noch die Geschichte, sicherlich mit Rammstein zusammenzuarbeiten, die erstaunlicherweise mit einigen Gore-Elementen Probleme hatten. Willkommen bei einer neuen Folge von Deathplay. Wir sind wie immer mit lauter heißen Themen, die ihr entweder ihr uns gebracht habt oder die wir uns selber ausdenken, dabei. Wir in diesem Fall bedeutet heute eine Premiere. Wir haben einen neuen, hoffentlich dauerhaft auftretendes Mitglied, das sich gleich euch selber kurz vorstellt. Ich bin Jan, ich bin der Managing Director von Owned by Gravity. Und darf heute moderieren und ich übergebe mal an den Adrian. Ja, Adrian, ich bin Geschäftsführer und Mitgründer von Black Forest Games. Servus, und ich bin der Johannes, neu dabei und Gründer und Geschäftsführer von Mimimi Games. Genau, da wir sozusagen versuchen wollen, unseren Altersdurchschnitt zu halbieren, haben wir jetzt den Johannes mit reingebracht, der zwar auch schon ein alter Hase ist in der Branche, aber jung an Jahren, insofern auch nochmal eine interessante Perspektive von, das habe ich nicht schon vor 80 Jahren gemacht, mit reinbringt. Und heute wollen wir uns über eine Sache unterhalten, die der Johannes gerade mehr oder minder frisch getan hat, im Rahmen seiner Selbstvermarktung seines tollen neuen Produktes, nämlich über Trailer. Es gibt ja klassischerweise, kennt man das von früher, die Blizzard-CGI-Trailer, die immer alles irgendwie weggehauen haben und das Spiel das dann völlig anders aussah. Wie ist das denn heute? Wie ist es bei euch? Ihr habt jetzt euer neues Produkt vor kurzem in die Öffentlichkeit sozusagen gebracht und das gleich mit zwei Trailern gemacht, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Also wir haben jetzt das erste Mal eben das Thema Self-Publishing vor uns. Das heißt, wir müssen beim Thema Announcement alles selbst entscheiden und auch machen. Sehr befreiend und motivierend und schön, aber auch unglaublich arbeitsintensiv, wie wir beim Thema Trailer dann sicherlich auch in dieser Runde feststellen werden. Und wir haben in der Kommunikationsstrategie einfach recht früh für uns festgelegt, dass Trailer unsere wichtigsten Assets sein werden in der Kommunikation. Ja, dass man das Spiel zeigt und darüber redet und das irgendwie clever tut. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und für das Announcement haben wir entschieden, zwei Trailer zu produzieren und sie auch parallel rauszubringen, was auch keine ganz einfache Entscheidung war. Ein Trailer war sozusagen ein teurer CG-Trailer, geht knapp 2 Minuten lang. Und ein Trailer war sozusagen einer, der gleich Gameplay zeigt, der ist so fast 7 Minuten lang. Da reden wir über das Spiel und erklären, was das überhaupt für ein Spiel ist. Kann natürlich gerne ein bisschen über die Strategie dahinter dann auch berichten. Das Spiel heißt, wenn man sich die Trailer vielleicht dann auch anschauen will, Shadow Gambit The Cursed Crew, und ist unser drittes Stealth Strategy Game in dem gleichen Genre, in dem wir jetzt bekannt geworden sind. Genau. Also ich habe tatsächlich beide Trailer gesehen, die beide auf unterschiedliche Art und Weise ziemlich cool sind. Also da ist ja auch also sichtbar viel Arbeit und auch Gedanken reingeflossen, was die Positionierung betrifft. Adrian, ihr habt ja auch Destroy All Humans habt ihr auch einen ziemlich fetten Trailer sogar hingelegt, wenn ich recht erinnere. Also mit inklusive irgendwie berühmte Rockgruppe und all so Zeug. Mhm. Wie war denn da deine Erfahrung? Ist das was das Produkt heutzutage noch braucht? Ist das was einen weiter voranbringt, oder langt es eigentlich, weil heute eh irgendwie 47 Millionen Leute irgendwelche YouTube-Sachen von Gameplay zeigen, dass man mit einem Gameplay-Trailer so vor sich hin bröttelt? Also wir haben ja sowohl für Destroy All Humans 1 das Remake einen Trailer gemacht mit Rammstein. Da kam das quasi aus dem Nichts. Ja, wir hatten auch gleich ein Demo dazu gehabt und der hat ziemlich eingeschlagen. Und da will ich schon sagen, dass das sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ne? Für das Destroy Humans 2 haben wir auch wieder Rammstein genommen und der Trailer war auch sehr, sehr fett gewesen. Und, der war lustig, der war Action. Hat aber nicht so eine Resonanz gefunden. Ne? Das heißt, es spielt immer auch schon auch das Umfeld eine Rolle. Ja, was warten die Leute? Was erwarten sie schon? Ist es überraschend? Ja, ist es interessant? Aber das ist auf jeden Fall etwas, was Views erzeugt und den ersten Kontakt herstellt mit deinem Spiel. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir sind sehr visuell. Wenn du dir heute TikTok anschaust, da gibt es überhaupt nichts mehr mit Text. Ja? Von daher ist so ein Trailer extrem wichtig,
Und du musst auch da schon was transportieren. Ja, du kannst damit schon sagen, okay, Leute, haken es ab, das interessiert mich nicht, ja, das ist nicht mein Thema. Oder du hast Interesse geweckt und von da an geht es weiter. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, und da würde ich gerne mal eure Erfahrung zu hören, da, wo man es überprüfen kann. Also wir haben auch jetzt für unser letztes Ding einen CGI-Trailer gemacht, der nicht annähernd das Budget hatte, das eure Trailer hatten, und dementsprechend auch so ein bisschen so aussieht. Aber immer noch vergleichsweise viel Arbeit war für uns und halt auch Assets benötigt hat, die wir nicht hatten und so. Und der ist zwar in Unreal gemacht, also insofern war es ein bisschen die Sparversion. Aber war dann am Ende doch ziemlich viel Arbeit. Was wir gemerkt haben, und da kommen wir auch gleich nochmal zu dem Thema, was läuft besser oder nicht besser, aber was wir gemerkt haben, ist, dass der war 1:50, dass kaum jemand den zu Ende geguckt, also nicht viele Leute den zu Ende geguckt haben, verglichen zu den Leuten, die anfangen. Also, weil das vielleicht eine von den ersten Dingen ist, früher waren CGI-Trailer-Events. Also die waren wirklich Sachen, die haben dann 2-3 Minuten gedauert, 4 Minuten gedauert und waren wirklich kleine Filme. Aber eben mit der TikTok-Isierung sozusagen unserer Sehgewohnheiten merkt man aber, also merken wir zumindest, dass die klassischen langen cinematischen Trailer eher nach hinten hin sozusagen wenig Publikum oder weniger Publikum finden, dass einfach die Abbruchzahlen vergleichsweise hoch sind. Und ich kenne das auch von Kickstarter, wo man sagt, okay, du musst im Prinzip in den ersten 20 Sekunden die Leute haben, weil danach sind die dann weg. Also wenn es mehr als 15 Sekunden dauert, bis die irgendwie wissen, worum es geht. Und das fängt ja schon damit an, dass man dann praktisch keine Logos mehr vorne groß machen kann oder so, weil eigentlich die ersten 10 Sekunden dann schon verbraucht sind und dann das Interesse bereits durch ist. Wie war das denn bei euren Trailern? Konntet ihr da sowas feststellen? Ja, ich spring mal rein, weil es sehr aktuell bei uns ist. Also ich glaube, dieser Effekt, als ich damals sozusagen Blizzard Game angeschmissen habe, irgendwie Diablo 2 und diese Cutscenes gesehen habe, im Sinne von, boah, irgendwann schauen Spiele vielleicht mal so aus, der ist ja nicht mehr in der Intensität da. Also ich glaube, dieser Novelty-Effekt, diese technische Meisterleistung, das ist ein bisschen zurückgegangen. Das heißt, jetzt geht es eher darum, dann auch wirklich einen guten Kurzfilm sozusagen zu entwickeln, was sozusagen auch nochmal ein anderes Skillset ist. Bei uns für den CG-Trailer, was schon sehr gut funktioniert hat, war tatsächlich, dass YouTube uns ausspuckt, dass irgendwie 50% der Leute das Ding fertig schauen. Das blinkt sozusagen alles im Backend mit, das ist way above average. Das ist cool, aber er hat deutlich weniger Views bekommen und auch deutlich weniger organische Views bekommen als unser Gameplay-Trailer. Es war jetzt bei uns so, vielleicht ein bisschen als Kontext, warum wir das überhaupt gemacht haben. Wenn wir als Gamer einen CG-Trailer auf einem großen Event sehen und dann kommt kein Gameplay, sind wir immer recht enttäuscht, ja, weil das kenne ich an mir selbst, da sehe ich irgendwas Cooles, kriege irgendeine Fantasy und dann weiß ich gar nicht, was ist denn das jetzt für ein Game, schaut das so aus oder was, teilweise checkt man ja nicht mal das Genre mehr. Ja, was ist wirklich im Sinne von, ich habe keine Ahnung, was das Spiel sein soll, cooler Trailer, aber was machen wir da? Genau, das ist hochgradig frustrierend. Deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen sofort auch Gameplay zeigen, damit die Leute dann auch insbesondere bei uns, ja, wo ja das Game sozusagen in der isometrischen Ansicht jetzt nicht so viel cineastisches Feeling hergibt, dass sie dann nicht im Nachhinein enttäuscht wären, wenn sie sich vielleicht nach dem CG-Trailer was anderes vorstellen. Den CG-Trailer haben wir dann aber trotzdem eben durchgezogen und es war ja auch ein großes Investment, nicht nur im Geld, sondern auch Zeit. Also das Ding war über ein Jahr eigentlich dann in Entwicklung. Es war völlig verrückt. Respekt an alle Filmmacher, weil wir haben irgendwie 2 Minuten in der Zeit hinbekommen. Genau, also wir wollten es unbedingt machen, weil wir halt in der Gameplay-Grafik einfach nicht so viel hinbekommen. Ja, also wir können keinen so spannenden Trailer entwickeln mit unseren Gameplay-Assets. Das liegt dann zum Beispiel daran, dass die Kamera halt recht weit weg ist im Spiel. Das heißt, die Assets werden auch gar nicht so produziert, dass man jetzt einen Close-Up-Shot auf das Gesicht irgendwie eines Characters zeigen kann. Da sind wir schon wieder beim Thema Character. Normalerweise will man halt was von Figuren und sozusagen irgendwas, womit man sich identifizieren kann, sehen. Das klappt dann wieder nicht in der Gameplay-Grafik und so weiter und so fort. Und wir haben halt gemerkt, unsere Spiele kriegen wir, also wir haben ja mit Shadow Tactics und Desperados 3 das jetzt schon 2-mal probiert,
schlecht in dieser Gameplay, also das Feeling, dieses, wir nennen es intern Mastermind-Moment. Du spielst das Spiel, knackst da irgendwie so ein Puzzle, kommst da durch diese ganzen Gegnerscharen durch und fühlst dich halt wie total genial und du hast selbst deine Lösung gefunden. Das kriegen wir halt in der Gameplay-Grafik nicht rüber. Bei den letzten Games haben wir dann immer versucht, was total Tolles zu inszenieren. Dann passiert halt viel Action auf dem Bild und verstehen tut niemand irgendwas. Das heißt, das hat auch nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt diese Emotionen, diese Gefühlslage irgendwie in einem CG-Trailer rüberbringen, weil da können wir halt vernünftig cutten, da können wir halt normale Bildsprache-Elemente verwenden, um Dinge rüberzubringen. Deshalb haben wir ihn gemacht. Das Ziel war, Leute, die unsere Games nicht kennen, denen vermitteln, wie sich das Spiel anfühlt, wenn man es spielt, weil man, wenn man das Spiel nur sieht, es nicht fühlen kann, man muss es halt spielen, dafür sozusagen einen Kurzfilm entwickeln und sie dann direkt zum Gameplay-Trailer rüberholen. Genau, ein kleiner Seitenpunkt ist vielleicht noch, dass wir den CG-Trailer ganz gut halt auf Facebook und Co. nativ einbinden konnten und da zieht er dann vielleicht schon. Das heißt, diese Views muss man ja zu den YouTube-Views irgendwie auch noch dazu rechnen. Deshalb haben wir noch nicht so die finale Entscheidung getroffen. Hätte man jetzt nur Gameplay machen sollen, hätte man sich CG sparen können. Wir sind eigentlich jetzt mit der Mischung ganz zufrieden. Aber wie gesagt, es war schon ein Monsterprojekt. Kommen wir vielleicht mal zur Herstellung, also weil das ja auch viele Leute nicht so direkt wissen, plus weil heutzutage ja doch auch Game-Grafiken zum Teil so inszenierbar sind, dass sie wie ein Trailer funktionieren. Du sagst, ihr habt ein Jahr dran gearbeitet. Was gehört denn in so einer Trailer-Produktion dazu? Also weil ich glaube, dass die meisten Leute irgendwie denken, okay, die filmen dann sozusagen von der Aufnahme des Spielabs so ein bisschen und dann wird irgendwie Post-Pro gemacht oder so. Das heißt, habt ihr die Assets dafür dann auch tatsächlich komplett selber erstellt? Also die entsprechenden 3D-Assets, die Animationen von den Figuren gemacht und so weiter? Oder habt ihr das mit dem Externen gemacht? Ja, also der Prozess war so komplex, dass er locker eine ganze Folge füllen konnte. Wir hatten Schweineglück, dass uns jemand sozusagen aus der VFX-Industrie ein bisschen was noch geschuldet hat, weil wir ihm mal mit seiner Game-Idee geholfen haben. Und dann hat er uns erklärt, wie man jetzt so einen CG-Trailer machen kann. Mhm. Es fängt natürlich dabei an, dass du irgendeine Kernidee brauchst, warum du das überhaupt machen willst. Unser Ansatz war so ein bisschen von den, ich glaube, Guy Ritchie-Filmen, die neuen Sherlock-Holmes-Filme mit Robert Downey Jr., er denkt dann immer nach, wie er so eine Situation löst und spricht das so durch und dann sieht man das mit der Kamera und dann wird das halt ganz schnell durchexerziert und das war irgendwie cool und das ist so ähnlich wie das, wie sich unser Spiel anfühlt. Da haben wir gesagt, hey, das ist eine Idee, damit fühlen wir uns irgendwie sicher, aber überhaupt erstmal zu dem Punkt zu kommen, war schon verrückt. Ja. Und dann ging es natürlich los mit irgendwie Storyboard, dann wussten wir, wir brauchen irgendwie ein Animatic, eine Previs, ja, da denken wir noch gar nicht über die Assets nach, da kann man noch die Game Assets vielleicht hernehmen, da haben wir gemerkt, das können wir alles gar nicht, wir brauchen sozusagen irgendeinen Director, am besten einer, der sozusagen dann erstmal unser Drehbuch nimmt und das umschreibt in eine Version, die dann auch ein guter Film werden kann. Glücklicherweise haben wir diese Person dann gefunden, ja, also ging unser amateurhaftes Drehbuch eben an diese Person, dann kam es zurück, dann habe ich das gelesen und so, jetzt wird's ein Film. Es transportiert das, was uns wichtig war, aber jetzt ist es auf dem richtigen Weg. Und dann hat er halt sozusagen sich teilweise selbst abgefilmt, irgendwie so ein zusammengeschnipseltes animierte Storyboard gebastelt. Dann gab es die Previs, dann gab es eine Shotlist, eine Excel-Liste, wo jeder Shot mit jedem Effekt drin steht, damit du dann so ein Bidding-Sheet bauen kannst, was dann an die ganzen Studios um die Welt herum geschickt wird, die uns dann erstmal in wochenlanger Kleinarbeit sagen müssen, was welcher Shot kostet. Dann musst du sagen, na, hier können wir vielleicht noch ein Asset aus dem Game hernehmen, da müsst ihr es selbst bauen oder hier malen wir den Hintergrund in 2D, anstatt alles in 3D zu bauen. Also ihr merkt es und der Film ist noch nicht entstanden, ja. Und dann gibt's Mocap-Sessions, dann muss irgendjemand da hinfliegen und das vor Ort sozusagen auch betreuen, dass das Richtige rüberkommt. Gesichtsanimation. Ich habe so viele Schnipsel bekommen mit irgendwie Simulationen von Klamotten und irgendwelche Ketten, die da rumbaumeln. Ich habe den Trailer hunderte Male gesehen, aber ich habe nie dran gedacht, wie viel Arbeit alleine das schon ist, dass diese scheiß Mantel da irgendwie im Wind flattert. Also es ist, ob wir es jetzt perfekt gemacht haben, keine Ahnung. Wir haben diesem Prozess gefolgt. Für uns hat es dann geklappt. Es ist pünktlich fertig geworden. Aber dass es wirklich über ein Jahr letztlich insgesamt dauert, hätte ich nie gedacht. Adrian, wie war das bei euch? Habt ihr den Trailer selber gemacht oder ist der extern entstanden? Nee, der ist komplett outgesourced worden. Die größte Herausforderung für uns war eigentlich,
frühzeitig, sagen wir mal, Key-Elemente. Wir haben jetzt über Destroy Humans 2, gibt es ja diesen Godzilla-Kampf, weil Godzilla ist es nicht, das ist Gojira, aber letztlich ist es ja ein Godzilla. Und da hieß es, okay, das soll ein Kernelement von dem Trailer sein, also bitte das Design sehr früh festlegen. In dem Fall haben die auch tatsächlich den nachgebaut, aber eben auf Basis von unserem Design, ja, und wie der Johannes sagt, die Entwicklung dauert lange von dem Trailer. Ja, das heißt, wir mussten recht früh das Design von diesem Boss festlegen, damit die ihn dann im Trailer einbauen können. Ja, und das wäre jetzt für uns vielleicht sonst ein bisschen später noch gewesen oder Iterationen. Die hast du halt dann nicht mehr, weil du willst jetzt auch nicht, dass das komplett abweicht. Ja. Mhm. Ansonsten hat es komplett outgesourced. Spaßig war noch die Geschichte, sicherlich mit Rammstein zusammenzuarbeiten, die erstaunlicherweise mit einigen Gore-Elementen Probleme hatten, was uns dann doch auch überrascht hat. Okay. Aha. Also das heißt, aber und wie lange hat es bei euch gedauert ungefähr, dann von Anfang bis Ende? Ja, so ein gutes Jahr kommt schon hin. Ich denke, wir waren so bei 14 Monate oder so. Ja. Ich rechne es einfach mal, wann haben wir das Modell zur Verfügung stellen müssen für Gojira und wann war letztlich das Announcement gewesen mit dem Trailer. Ja, also so ein gutes Jahr ist auf jeden Fall da. Das ist natürlich eine immense Menge von Geld, über die wir jetzt nicht genauer beziffern werden, aber die, wenn man sich vorstellt, was da jetzt alles drinsteckt an Leuten und gerade wenn die 3D-Assets sozusagen im hochaufgelöst gebaut werden und mit hohem Detailgrad, dann ist das natürlich auch nicht getan mit irgendwie einer Woche Arbeit für einen 3D-Modeler. Das heißt, das ist schon ein immenses Investment. Bei beiden war es so jetzt mein Eindruck, okay, ihr habt im Prinzip die Frage ist sozusagen, wozu sind die da? Also sie sind da, um, haben wir jetzt gehört, Emotionen zu wecken, irgendwie einen emotionalen Effekt zum Spiel hinzukriegen und eine Brücke ins Spiel reinzubauen, dass man irgendwie sagt, okay, das finde ich irgendwie interessant oder das ist irgendwie cool. Mein persönlicher Eindruck, und das trifft sich ein bisschen mit dem, was der Hans gesagt hat, ist inzwischen, dass ich abgestumpft bin gegenüber Trailern oder abgestumpfter werde gegenüber Trailern, weil es zu viele gibt, also weil es einfach viel, viel mehr gibt inzwischen, weil die alle inzwischen sau cool aussehen. Also das, was früher das Privileg von wenigen sehr großen Firmen war, das ist inzwischen demokratischer geworden. Also nicht, dass ihr kleine Firmen wärt, aber ihr seid halt sozusagen, also Firmen, die jetzt nicht Blizzard sind oder, keine Ahnung, Call of Duty-Serien machen, können das inzwischen auch tun. Die sind meistens einigermaßen professionell gemacht. Und meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass die Wichtigkeit von denen trotzdem abnimmt. Also auch früher war das eben so, du hast deine Sachen auf der E3 präsentiert, da brauchtest du einen großen Trailer, weil das musste für die große Leinwand funktionieren. Heutzutage, der Johannes hat überhaupt nicht mehr von Leinwänden gesprochen, der spricht nur noch von YouTube und Facebook, und die werden im Zweifelsfall am Telefon noch konsumiert, sodass dass dieser ganze Impact von diesen krassen cineastischen Erfahrungen mit am besten noch auf der Messe großen Lautsprechern, die Ohren wegblasen, der ist ein bisschen weggegangen. Gibt es, also ist das eigentlich heutzutage noch nur noch mehr so ein Reflex? Oder würdet ihr sagen, nee, das braucht es trotzdem eben genau, um diese emotionale Brücke zu schlagen? Und das hätten wir nicht mit, keine Ahnung, also Zeichnungen hinkriegen können oder sowas, damit man irgendwie so eine andere Seite vom Spiel sieht. Also braucht es dieses Narrativ, braucht es den Trailer immer noch, oder ist das was, wo man sagt, okay, ob ich nochmal so viel Geld und Zeit da reinstecken wollen würde, das würde ich mir auch mal arg überlegen. Also der Vollständigkeit halber muss man schon noch erwähnen, dass unser CG-Trailer, unser Masterplan war, dass der bei den Game Awards gezeigt wird, was sozusagen die Leinwand der Gaming-Branche gewesen wäre. Aber wenn da dann der Zutritt sozusagen nochmal mehr kostet als der Trailer fast, dann klappt es natürlich nicht so ganz. Ich glaube, dass es das schon immer noch wieder brauchen kann. Es kommt halt sehr stark aufs Spiel an. Für unsere Spiele muss ich noch ein bisschen drüber schlafen, ob wir das nochmal so machen würden. Bauchgefühl gerade schon trotzdem ja, obwohl es sozusagen nicht so lief, wie wir es genau erwartet hatten. Aber man kann schon ganz coole Assets draus schnipseln für TikTok zum Beispiel, auch so kurze Action-Sequenzen. Ja. Das können wir halt aus Gameplay zum Beispiel auch nicht rausziehen. Also in der weiteren Verwertung ist so ein Asset, glaube ich, schon auch was wert.
Und was ich der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen möchte, ist, dass der Gameplay-Trailer, auch wenn er deutlich günstiger war, unterm Strich ja trotzdem nicht schneller fertig war. Also er war genauso viel Aufwand und ich bin sehr dankbar, dass wir im Team dann eben auch die Leute haben, die sich um die Kommunikation da gekümmert haben, dass er auch noch, muss er auch erstmal hinkriegen. Also ich glaube, jeder Trailer ist einfach verdammt schwer, egal ob man self-published oder Publisher ist oder es ist schon sehr komplex. Also ich meine, das ist jetzt ein sehr, sehr persönlicher Eindruck, den ich da wiedergebe, dass genau das, was der Johannes eigentlich geplant hatte, nämlich wo du ihn zeigst, schon eine Rolle spielt. Und wenn du diese Plattform hast, an einem großen Event zeigst, wie den Video Game Awards, dann hast du auch einen riesigen Multiplikator, weil der wird ja einfach dann wieder geteilt und die Leute sprechen drüber. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis natürlich. Trailer kommen auch in anderen Umständen vor. Also Trailer werden dann von der Presse aufgenommen, die werden dann wiederum als Schnittmaterial genommen, um irgendeine Einleitung in einen Artikel zu machen. Sowas. Also vielleicht muss man auch gucken, sozusagen, wie du ja sagst, die Zweitverwertung ist mindestens so wichtig wie die Erstverwertung des initialen Eindrucks. Ich glaube, was man sicherlich sagen kann, ist, dass man, mein Eindruck sozusagen, ein schlechter Trailer ist schlimmer als kein Trailer. Also dann immer Gameplay. Also wir haben bei uns auch, klar, wir haben halt ein deutlich niedrigeres Preisniveau gehabt, aber wir haben bei uns auch die Erfahrung gemacht, dass der erste Trailer zu einem Zeitpunkt auch fertig war, wo wir noch keinen Gameplay-Trailer hätten machen können in dem gleichen Maße. Also wo es einfach nicht die notwendigen, weil dann eben die Assets noch fehlten oder, keine Ahnung, die Weltkarte zwei Viertel erst fertig war und scheiße aussah, wenn man mit der Kamera reingefahren ist. Das heißt, die Möglichkeit, den Trailer auch natürlich unabhängig von dem Rest der Entwicklung zu planen, ist, glaube ich, auch nochmal ein relevantes Thema, weil du einfach auf jeden Fall was hast, was zwar auch Arbeit ist, aber zumindest außerhalb der Analogik ein bisschen steht. Wo man eben nicht immer in der Lage ist, das gleiche sozusagen zu bringen. Wir haben aber auch gemerkt, dass unser selbstgebastelter oder dankenswerterweise von unserem Producer bei THQ gebastelter Game-Trailer tatsächlich eine höhere Attachment Rate hat. Also das heißt, da haben mehr Leute länger dran geguckt. Aber du hast natürlich auch schwieriger, weil du von vornherein nur die Leute triffst, die schon ungefähr wissen, was sie daraus wollen. Das heißt, diese erstes Bekanntmachen, dieser erste Kontakt mit einem Produkt, wenn man es gar nicht kennt, dafür ist natürlich auch so ein Trailer nochmal sehr nützlich. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Beiträge. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, mehr Meinungen zu Trailern habt, was haltet ihr davon? Wie fandet ihr den Shadow Gambit Trailer? Mindestens genauso cool wie wir oder noch viel cooler. Und wenn es euch interessiert, bitte kommentieren. Wenn ihr Themen habt, die ihr uns verwursten sehen mögt, dann auch das tun. Ansonsten findet ihr uns natürlich jederzeit entweder auf der GameStar, auf YouTube oder auch als Podcast überall da, wo es sinnvoll wertvolle Podcasts zu hören gibt. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Dasein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.